Piggledy wollte wissen, was eine Wiese ist. Frederik, fragte Piggledy seinen großen Bruder, Frederik, was ist eine Wiese? Nichts leichter als das, antwortete Frederik. Komm mit. Piggledy folgte Frederik. Das ist so, erklärte Frederik. Sozusagen laufen wir schon all die Jahre auf einer sogenannten Wiese herum. Ach so, sagte Piggledy. Du meinst also Gras? Nicht einfach Gras, sagte Frederik. Eine Wiese besteht eigentlich aus verschiedenen Gräsern. Beispielsweise sind da das Zittergras und die Flatterbinse, das Hasenschwanzgras und der Wiesenfuchsschwanz, das weiße Schnabelried, die gewöhnliche Teichbinse, der flaumige Wiesenhafer und das wollige Honiggras. Nicht zu vergessen die Sandsäge, die Frühlingssäge und das nickende Perlgras. Sehr interessant, sagte Piggledy ehrfürchtig. Außerdem, fuhr Frederik fort, wachsen auf einer Wiese noch Gänseblümchen, Löwenzähnchen, Kuhschellchen, Hahnenfüßchen, Mäusezähnchen, Hedrich, Wegrich und die Kuckuckslichtnelke. Hinzu kommen, bitte, Frederik, bat Piggledy, bitte hör auf, ich bin sowieso schon so traurig. Traurig? Fragte Frederik. Traurig, wenn ich dir so schöne Gräser und Blumen aufzähle, die so schöne Namen haben und so schön duften? Ich bin traurig, sagte Piggledy, weil ich so schöne Gräser und so schöne Blumen auf dieser Wiese hier nicht finden kann. Kannst du auch nicht, sagte Frederik. Solche Wiesen gibt es in dieser Gegend nicht mehr. Die gab's früher. Und wenn früher eine Kuh Bauchschmerzen hatte, dann fraß sie ein wenig mehr von den Kräutern auf so einer Wiese und bald war sie wieder gesund. Tja, und wenn sie jetzt Bauchschmerzen hat, fragte Piggledy. Dann kommt der Tierarzt, antwortete Frederik. Und Piggledy ging mit Frederik nach Hause.